Konzentrier dich! Nennst du das Schlittschuhlaufen, verdammte Scheiße? Würdest du nicht vor den Kindern fluchen, Lavona? Ich hab nicht geflucht, du Fotze. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Mit mir hier im lauschigen Studio ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris. Hallo Chris. Moin. Ja, meine Wenigkeit, der Erik, wir sind alle am Start. Falls ich heute etwas komisch klinge, ich schleppe noch so ein bisschen so eine Erkältung vor mir her und habe auch einen Hustenbonbon drin. Das sei mir heute mal gestattet. Und deswegen fängt auch gleich mal der Chris an, unseren Sneak-Film der Woche vorzustellen. Das war nämlich I, Tonya. Auf geht's. I, Tonya mit Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan und vielen mehr. Worum geht's? Es geht um die Geschichte von Tonya Harding. Wer kennt Tonya Harding oder wer kennt sie nicht? Es war eine Eiskunstläuferin, eine ziemlich, ja, sagen wir mal, andersartige Eiskunstläuferin, die aufgefallen ist durch ihr Verhalten. Woher das alles kommt und so, ist ja nicht weit her. Es kommt von der Familie. Sie hat schon relativ früh, wurde sie aufs Eis geschickt von ihrer Mutter, von Lavona Harding, die eine ziemlich krasse Position in dem ganzen Film auch einnimmt, immer auf den eigenen Vorteil aus und eigentlich ist mir das Wohl meiner Tochter ganz egal. Und ja, es erzählt eben die Geschichte von Tonya Harding, von dieser Eisprinzessin, wie sie nicht genannt wurde. Sie wurde nämlich Eishexe bekannt, also als die Eishexe bekannt, weil ihre größte Konkurrentin, Nancy Kerrigan, die hatte einen Vorfall nach dem Training, und zwar kurz vor der, ich glaube es war die Qualifikation für Olympia, wurde Nancy Kerrigan mit einer Eisenstange das Knie zertrümmert. Und wie eben herauskam, steckte der Ex-Mann von Tonya Harding dahinter, mit dem sie immer noch zusammen war, und sie wusste auch Bescheid, und dann hat man es auch Tonya Harding angehangen. Also die Geschichte ist langläufig bekannt und ja, es wird halt wie gesagt erzählt, wie extraordinär Tonya Harding auf dem Eis unterwegs war, wie ihre ganze Karriere verlief, und das ist teilweise so, ja, ich kann es nicht anders sagen, ich hoffe und ich vermute, dass das meiste wirklich auf wahren Begebenheiten auch wirklich basiert oder auch wirklich so auch vonstatten gegangen ist. Und man kommt teilweise aus dem Facepalmen nicht mehr heraus. Also da waren Dilettanten am Werk, das ist schon unfassbar. Also die sich selbst in die Tasche gelogen haben, die sich selbst überschätzt haben an einer Tour, die eigentlich, ja. Geheimagent, sag ich nur. Geheimagent, ja. Ich bin Geheimagent, eigentlich bin ich Bodyguard und ich habe auf dem Parkplatz mein Auto die Position gewechselt, damit es nicht auffällt. Aber wenn ich natürlich nur von einer Parklücke in die nächste weiter reinfahre, fällt das schon auf den Überwachungsvideos auf, auch wenn das dann an einer Eishalle ist, wo besagte Person gar nicht trainiert und solche Sachen. Köstlich, teilweise wirklich köstlich, wo du denkst, das kann doch so nicht wahr sein. Und das ist das, was den Film ausmacht. Es war wohl dann auch wirklich so. Und das macht es zum einen so unsagbar traurig irgendwo. Und auf der anderen Seite ist es ein Biopic eigentlich der anderen Art, weil ja, es wie gesagt immer wieder die Einwürfe gibt, dann wie Tonya Harding quasi die Geschichte erzählt. Also Margot Robbie spielt das ganz gut. Ich muss ja sagen, ich bin nicht so der Margot Robbie-Fan wie manche. Also manche vergöttern sie, ich finde sie ganz okay. Es gab eine schöne Szene in dem Film, da lässt sie mal ganz kurz was aufblitzen, was man aus einem anderen Film kennt, den Wahnsinn in den Augen. Weißt du, was ich meine? Aus Suicide Squad meinst du bestimmt, oder? Genau. Das blitzt einmal ganz kurz auf. Ich glaube, das ist auch ganz bewusst gemacht. Und ja, wie gesagt, es ist ein bisschen ein verrücktes Filmchen. Es sind 2 Stunden Film, die dann doch relativ zügig eigentlich vorbeigehen, weil du einfach nur dran hockst und denkst, hey, das kann jetzt nicht sein. Nein, das haben sie bitte nicht gemacht. Das ist so bitte nicht passiert. Und das Traurige ist, es ist wohl wirklich so passiert. Und ja, wie gesagt, es wird sehr viel erzählt halt von den Charakteren im heutigen Status, wie sie heute sind.
und mit der Erinnerung an damals ein cooles Filmchen eigentlich. Also mir hat er echt gefallen, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Punkte ich gerade gegeben habe. Nur, ja, wie gesagt, Längen hat er eigentlich nicht so wirklich. Es ist nur immer, du hockst einfach dran und denkst dir nur so, what the fuck, warum? Und ist das jetzt euer Ernst? Und ach, das kann doch nicht ernsthaft sein. Und dann kommt wieder die Mutter und hat einen überragenden Auftritt und du denkst dir nur so, was, warum? Also, Erik, wie hast du das gesehen? Also, ich fand, zum einen hat der Regisseur das grandios gemacht, diese, ja, so ein bisschen den Weg einer Biografie zu verlassen und hier so gewisse Elemente reinzubringen, so komödiantische Elemente als auch dramatische Elemente, sodass es eben nicht nur ein reiner Sportfilm war. Ich dachte eigentlich am Anfang, uns erwartet jetzt hier so ein Sportfilm, aber dann wurde relativ schnell klar, das ist es eben nicht, denn die Tonya Harding, die kam so aus dem, ich sag mal so, White-Trash-Milieu, also sprich arme Weiße. Und die Mutter war irgendwie Kellnerin und sie hat dann irgendwie alles ihr Geld, was sie irgendwie bekommen hat, da investiert, dass die Tochter Schlittschuh laufen kann. Und weil die dann doch etwas talentiert war, auch die Tochter. Und die haben halt dieses White Trash, du kannst halt den Menschen aus dem Ghetto holen, aber nicht das Ghetto aus den Menschen. Ne? Das haben die halt dann mitgebracht in diese ganze Szene von Eiskunstlauf, von hübschen Mädels und Tüll und ja, tolle Kleidchen. Das passt einfach nicht in die Welt rein, ja. Überhaupt nicht. Und der Regisseur, der hat es halt, ich glaube nicht, dass das alles so passiert ist, gerade so die ganzen Dummheiten, aber das waren halt so Kniffe von dem Regisseur, wo er gesagt hat, ich kann das jetzt entweder alles so ganz tröge, Fernsehfilm-Niveau-mäßig alles nacherzählen oder ich finde meine ganz eigene Stimmung für den Film und ja, bring halt so ein paar komödiantische Elemente mit rein, obwohl man ja am Schluss auch gesehen hat, dass der eine Typ wahrscheinlich wirklich so doof war. Ne? Man sah ja die dann in real, ne? Das ist es ja. Ich sag ja, das ist ja der Punkt. Also dann muss das wirklich so absurd gewesen sein. Aber diese Tonalität von dem Film so zu treffen und auch so dieser Mut zur Hässlichkeit von vielen Leuten, sag ich jetzt mal, diese Frisuren und Aussehen. Ja gut, das waren halt die 80er, 90er Jahre. Hm. Also Ende der 80er, Anfang der 90er. Ich fand den einfach herrlich, den Film. Also ich kann mit Eiskunstlaufen ja nichts anfangen. Und ich weiß nicht, wie du bist prinzipiell den Eissportarten eher zugeneigt, ob du da mit Eiskunstlaufen was anfangen kannst. Ich fand, ja, das, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was mich gestört hat. Das hast du mich wieder gerade draufgebracht. Was mich extrem gestört hat in dem Film, ist, du siehst beim ersten Mal, wie Margot Robbie da quasi anfängt mit dem Eiskunstlaufen. Und das fand ich cool. Du siehst sie, dann wird runtergeschwenkt auf die Füße, dann siehst du ein paar Fußbewegungen, dann wird hochgeschwenkt und bla bla. Und du denkst dir, okay, kann man so machen, gar nicht schlecht, hat wahrscheinlich auch für den Schnitt nicht schlecht gewesen und. Dann läuft sie ein zweites Mal und das ist genau die gleiche Kameraführung. Und du denkst dir so, Dann läuft sie ein drittes Mal und Es ist immer das Gleiche. Was das angeht, die Tanzrevues, wo sie da aufs Eis legt, die werden immer gleich dargestellt. Und das hat mich gestört. Dafür gibt es Punkteabzug. Ja, die Margot Robbie wird ja nicht selber Schlittschuh gelaufen sein. Natürlich nicht, Mussten sie irgendwelche Trotzdem, Tricks. Das fand ich ein bisschen einfallslos, da die Schnitte. So, sie steht dran, sie fängt an, runter auf die Beine und dann geht's weiter. Für die Eiskunstlauf-Fans unter unseren Hörern, ich habe so ein bisschen Trivia gelesen über den Film. Bei diesen Revues, die sie zeigen, keine Angst, das sind nicht zu viele, für die nicht Fans sind. Die Musik, die dort ausgewählt wurde, die konnten teilweise nicht die Originalmusik nehmen, die sie damals hatte. Also sie hatte dann teilweise irgendwie so AC/DC oder sie hatte auch mal die Filmmusik von Jurassic Park und die durften sie nicht verwenden jetzt in dem Film. Da haben sie halt irgendwie was anderes genommen. Wäre natürlich cooler gewesen, wenn sie da die echte Musik genommen hätten von damals. Aber war schon extrem cool. Also sie hat dann ja auch noch eine ziemlich angespannte Beziehung, also mit so einem Typen, den sie da kennenlernt und das ist so eine On-Off-Beziehung und die streiten sich immer und schlagen sich gegenseitig und dann muss sie irgendwie blaues Auge überschminken und aufs Eis gehen und sowas. Also da ist auch schon viel Drama in der Geschichte drin, aber halt das schwankt immer so kurz um so eine bestimmte Linie nach oben und nach unten. Ja, manchmal ist es einfach total abgefahren und lustig und dann ist wieder so ein bisschen dramatisch und bis hin zu irgendwelchen Messern. Es wird halt auch gut dargestellt, aus welchem Elternhaus sie kommt, ne? Was da, dass quasi die Mutter sie eigentlich gar nicht so richtig geliebt hat und der Vater, der sie geliebt hat, der setzt sich halt relativ schnell ab.
Bei der Mutter kein Wunder. Ja, auch großartig gespielt. Also das ist ja auch nominiert für die Oscars, deswegen war ich ganz froh, dass der Film jetzt kam. Also beste Schauspielerin Margot Robbie, Best Supporting Actress, eben Allison Janney als ihre Mutter und Best Film Editing, also die der ganze ja, Editierung von dem Film und Schnitt und sowas. Und dafür, ja, also bester Film auf jeden Fall nicht, klar. Ist trotzdem ein toller Film, also richtig hat er Craig Gillespie, der den Film gemacht hat, einen guten Treffer gelandet, finde ich. Ja. Also es gibt ja viele so Nacherzählungen irgendwo auf Discovery Channel oder History Channel oder sowas, wo sie irgendwelche Sachen nacherzählen. Ach ja, genau, fällt gerade was ein. Ich fand es auch gut, dass der Film sehr oft so diese dritte Ebene durchbrochen hat, dass die dann mal so zwischendrin mal ganz plötzlich direkt mit dem Zuschauer geredet hat. Ja, genau. Oder einfach mal so in die Kamera rein. So, das jetzt kommt das, weshalb ihr alle im Kino sitzt und sowas. Ne? Ja, fand ich echt gut. Das hat das alles so extrem aufgelockert, weil die Story selbst, ah, ja mein Gott, da hat halt jemand mit einer Eisenstange da und man weiß halt auch nicht, bis heute nicht, wer da nun genau dahinter steckt und man sieht auch, wie verworren die ganze Situation eigentlich ist. Das lässt sich eigentlich auch nicht richtig auflösen, wer da nun eigentlich schuld ist und alles. Ja, extrem cool und auch, ich habe mich dann noch ein bisschen den Wikipedia-Eintrag durchgelesen von Tonya Harding, die durfte ja dann wirklich nicht mehr Schlittschuh fahren, das war ja ihr Leben, da hat sie dann irgendwie auf Boxen umgeschult oder wollte da was machen, sieht man auch kurz im Film, aber da ist er auch nicht so richtig zurande gekommen, ja, ist dann schon schade, wenn dann ja, so Sportkarrieren, wenn die keinen Plan B so richtig haben, tja, aber war natürlich cool, so die sie als Underdog immer gegen diese Nancy Kerrigan, die dann so irgendwie aus gutem Hause kam und da irgendwie ganz behütet. Ja, die halt dann auch den Anforderungen entsprochen hat, ja. Oder einfach diesen Vorgaben. Genau. Deswegen so wurde ihr aber auch deutlich vor Augen gehalten immer. Ja. Man sieht sogar kurz mal Katharina Witt. Ja. Ich weiß gar nicht, das war auch manchmal so, die haben so Footage gezeigt, da wusstest du nicht, ist das jetzt echt, weil die haben teilweise richtiges Footage. Normalerweise wird ja dann in solchen Filmen das irgendwie nachgedreht, das dann so aussieht wie damals. Aber manchmal hatten die auch hier richtig echte Materialien drin. Da wusstest du nicht, ist das jetzt nachgedreht oder ist das echt? Ne? Ja, ziemlich cool auf jeden Fall. Und ich habe, glaube ich, 8 Punkte gegeben, wenn ich mich recht erinnere. Du hast 8 gegeben, ich habe 7 gegeben. Sehe ich gar nicht hier, da steht nur 2. In der Metropol-Sneak Facebook-Gruppe und ich empfehle diesen Film weiter. Ja, kann man mal machen. Kann man machen. Kate hat ihn ja nicht gesehen. Reizt dich das, was wir jetzt so erzählt haben oder was du vielleicht schon mit dem Chris erzählt hast? Doch, schon. Also ich glaube, ich hätte schon Interesse, den zu sehen. Ja, wenn er dann mal auf Sky kommt, würde ich ihn, glaube ich, schon angucken. Du kannst ja jetzt erstmal... Ich finde so Porträts eigentlich immer ganz interessant. Wenn es ja auch noch gut gemacht ist, ja, warum nicht? Du kannst ja jetzt erstmal in der Vorbereitung erstmal stundenlang Eiskunstlaufen gucken. Jetzt ist ja gerade Olympiade. Also ich muss ja sagen, ich gucke ja Olympia. Aber das Einzige, was mich überhaupt gar nicht interessiert, ist Eiskunstlaufen. Das ist so... Ah, oh, nee. Nee, das ist so langweilig. Geht mir ähnlich. Also ich kann mit fast allen Wintersportarten nicht so viel anfangen. Das ist nicht mein Thema irgendwie Winter. Puh, nee. Ich freue mich ja auf Eishockey. Ah ja, natürlich. Ja. Und natürlich auch Fußball heute Nachmittag. Aber was musste ich da hören mit Eishockey? Ich lag ja hier im Delirium hier zu Hause. Ich habe mir die Eröffnungsveranstaltung mal, die lief irgendwie im Hintergrund, während ich auf der Couch lag. Da haben sie gesagt, dass die NHL hat die Spieler nicht freigegeben. Die spielen einfach weiter. Sonst haben sie immer bei der Winterolympiade irgendwie eine Pause gemacht. Ja. Und weswegen jetzt die besten Spieler der Welt, die ja in der NHL irgendwie unterkommen, jetzt das nicht. Das hast du erst jetzt mitbekommen. Nicht bei der Olympiade, ja. Ich bin nur am Rande an Eishockey interessiert. Das ist ja wohl eine Sauerei. Da kann man ja gar kein Eishockey gucken. Das muss man ja. Nein, ich kann es durchaus verstehen, wenn du überlegst, dass im deutschen Eishockey, die machen eine Pause und das kostet die Vereine insgesamt 5 Millionen Euro, die Pause allein jetzt vom Spielbetrieb in der DEL und. Kannst du mal überlegen, was es die NHL-Vereine kosten würde? Also ich kann es schon irgendwo verstehen. Warum kostet das was, wenn man nicht spielt? Ja. Und ja klar, die Gehälter gehen ja weiter von den Spielern. Aber die Spiele finden ja trotzdem statt. Ja,
Ja, später das ist halt, auch ne? richtig. Wie gesagt, es ist. Ja, ich kann. Und dann verletzt sich vielleicht noch einer und dann. Oh, oh ja, Gott, das ist natürlich. Das willst du alles gar nicht haben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir freuen uns heute Mittag erstmal auf Fußball. Stimmt. Ja, na, freuen. Mal gucken. Ne? Also natürlich. Ich glaub ja, dass Mario Gomez ein Tor macht. Ja, das hast du doch mit Absicht jetzt gemacht. Niemals. Immer wenn hier Mario Gomez fällt in der Sendung, kommt hier der Mario Gomez-Button hier. Ja, aber dann hättest du jetzt gerade auch nochmal kommen müssen. Wieso? Zweimal sogar. Naja, du hast es gerade auch gesagt. Wir wollen ja nicht die Hörer überlasten hier. Ja, aber der arme Mario Gomez kommt ja sonst zu kurz. Ja, na mal gucken. Ich gucke mir das zu Hause unter der Decke an und da kann ich dann auch rechtzeitig auf Olympia schalten. Da gucke ich mir lieber dann was anderes an, ehe ich mich dann sinnlos aufrege. Ja, außerdem, ja, es soll ja kalt werden. Oh, nee, ich bin noch nicht ganz fit. Ne, kalt ist es schon. Ja, furchtbar. Wie sieht's denn aus mit dem Sneak-Tipp für morgen, Herr Sneakmaster? Der Sneak-Tipp für morgen, Moment, ich muss ihn kurz rauskruscheln, wo haben wir ihn denn? Sandra. Ja, ohne Sandra. Der Filmtipp lautet einfach nur, ohne Sandra. Ohne Sandra schlafe ich heute noch nicht ein. Nee, auch nicht gut. Ist doch, naja, ist doch nicht ganz, aber nah dran. Karneval. Da hat ja schon jemand was Gutes getippt, oder, Kate? Maria Magdalena. Würde eigentlich warum? Passen, ne? Hm. Warum? Weil die Sandra hat ja damals ihren ersten, also die Sängerin Sandra, die hat ja ihren ersten Erfolg gehabt mit Maria Magdalena. Ja, so richtig. Ja, ich habe ja direkt erstmal an Sandra Bullock gedacht. Ach so. Also es gibt noch einen zweiten Tick, der heißt Steig nicht aus. Ist jetzt kein Link dabei, ich konnte jetzt nicht gucken, aber das ich weiß nicht, ich muss da immer irgendwie an Sandra Bullock und Speed denken. Vielleicht gibt es ja irgendeinen anderen Film, der so ähnlich ist. Steig nicht aus. Da könnte doch Steig nicht aus passen. Steig nicht aus ist der neue Film von Christian Albert, der ja, ich glaube hier Dings hier, Antikörper hat er, glaube ich, gemacht. Mit Wotan Wilke Möhring und warte mal, was steht hier? Eigentlich ist der Berliner Bauunternehmer Karl, gespielt von Wotan Wilke Möhring, auf dem Weg zur Arbeit und will nur noch schnell seine Kinder Josephine und Marius bei der Schule absetzen. Noch kaum hat er das Auto angelassen, erhält er einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Die Person am anderen Ende der Leitung behauptet, eine Bombe in dem Wagen versteckt zu haben, die in die Luft geht, sobald jemand versucht auszusteigen. Und auch einen Auftrag hat die unbekannte Stimme für Karl. Er soll vom Auto aus eine große Summe Geld beschaffen. Karl hat keine andere Wahl, als den Forderungen des Unbekannten Folge zu leisten, doch sein verdächtiges Benehmen ruft schon bald seine Ehefrau Simone auf den Plan, die ihn verdächtigt, die gemeinsamen Kinder entführen zu wollen. Simone verständigt die Polizei, die die Verfolgung aufnimmt und die Sprengstoffexpertin Pia einschaltet. Wird es Karl gelingen, seine Kinder zu retten? Das könnte natürlich sein, weil das so eine Story. Sehr nach Speed. Ja. Speed ohne Sandra, ne? Ohne Sandra Bullock. Das klingt doch sehr danach. Genau. Könnte cool werden. Also so ein deutscher, würde ich sogar gern sehen. Wäre vielleicht sogar gut für die Sneak. Ich meine, mit Wotan Wilke Möhring kann das nicht so schlecht werden. Der ist immer cool. Der ist immer gut. So, wir haben ja noch ein paar Filme geguckt. Und zwar, wir haben beide was geschaut, Kate. Nämlich Netflix The Cloverfield Paradox. Nachdem mich das hier angesprungen hat und irgendwie auf Letterboxd irgendwie alle meine bekannten Freunde das irgendwie in ihrer Timeline drin hatten. Mit teilweise Wertungen von 1 Stern bis 5 Sterne, habe ich gedacht, ich muss mir da auch mal einen Blick verschaffen. Und ja, worum geht's denn, Kate? Der Cloverfield Paradox ist quasi der dritte Film zu dem ganzen Cloverfield Filmreihe. Also es gibt ja den Cloverfield, den normalen, dann gibt es ja The 10th Cloverfield Lane und jetzt eben The Cloverfield Paradox. Und das ist quasi wie so eine Art Vorgeschichte. Die Erde ist irgendwie so, das Öl ist kurz vorm Ausgehen und mehrere Wissenschaftler und Raumfahrttechniker haben sich zusammengetan und sind auf der Raumstation Cloverfield, um dort so eine spezielle, wie heißt das, so einen Reaktortest oder irgendwie sowas zu machen, um eben Energie zu erzeugen, und zwar Endlos-Energie, um eben
um die Erde zu retten quasi und die Menschheit zu retten. Endlos Energie. Das, mein Physikleistungskurs, ja. Dem geht schon das Messer in der Tasche auf. Keine Ahnung, ja, ich kenne mich doch da nicht so aus. Das hat irgendeinen speziellen Namen gehabt. Ja, auf jeden Fall ist es halt eigentlich zu gefährlich, das auf der Erde zu prüfen, zu testen und zu machen. Deswegen müssen sie das im Weltraum auf dieser Chlorophyll-Raumstation machen. Das machen die fast schon seit 2 Jahren und irgendwie funktioniert es nie so recht. Und es gibt auch Gegner, die das für falsch halten, denn da ist so ein Buchautor, der sagt, wenn die das zu oft testen, dann ist irgend so eine Membran in der Erdatmosphäre oder irgendwie sowas, könnte da anfangen zu reißen wegen dem Austreten von Energie und dann würde sich vielleicht ein Fenster öffnen zu einer anderen Dimension und das hätte verheerende Auswirkungen. Und dieses Buch heißt The Cloverfield Paradox. So. Und wie könnte es auch anders sein? Genau das, was er prophezeit, passiert. Sie machen den nächsten Test auf der Raumstation und erst sieht es ganz gut aus, erst sind die Ergebnisse oder die Werte in Ordnung, doch dann gibt es quasi so eine Überreaktion und die ganze Raumstation fängt an zu beben und die haut es auch einmal von der Decke bis zum Boden und wieder zurück. Und dann gibt es wie so einen Knall und dann ist Ruhe. So. Und dann gucken sie sich um und irgendwie ist alles ein bisschen komisch. Sie fühlen sich auch irgendwie ein bisschen komisch, sagen wir. Und stellen dann fest, das hat halt irgendwie eine Überreaktion gegeben. Und dann versuchen sie Kontakt zur Erde herzustellen und finden die Erde nicht mehr. Und irgendwie ist die Erde dann verschwunden. Und dann versuchen sie halt mal rauszufinden, was überhaupt passiert ist. Und kommen dann irgendwann auf den Trichter, dass der Typ mit seinem Buch vielleicht recht haben könnte. Genau. Und dann finden sie noch eine Frau in der Wand. Da hat sich irgendeine plötzlich... Die hören komische Geräusche und dann gehen sie den Geräuschen nach und öffnen so eine Wand und dann steckt da eine Frau drin. Durch die gehen die ganzen Schläuche und Rohre und so, die in der Wand normalerweise verlaufen, durch. Also die ist quasi... Ich muss mal hier was einwerfen. Es war, in dem Film war das immer so, jedes Mal, wenn irgendwelche Geräusche von Menschen waren, die klangen immer anfangs wie irgendwie Jurassic Park, so übelste Schreie. Ja. Und jedes Mal, wenn sie den dann gefunden haben, die Person, also es passiert ja nicht nur einmal, dass da irgendwas ist, dann hast du gesehen, oh, das war nur irgendein so ein Mensch da. Am Anfang immer übelste Schreie von überall. Ja, das ist ja auch der Hall, der durch diese Wände und die ganze Raumstation dann ist. Also die haben die ja durch die ganze Raumstation gehört, ne? Während sie da in der Raum waren. Auf jeden Fall operieren sie dann raus und dann stellt sich halt raus, dass sie aus einem anderen Universum ist, beziehungsweise sie ist im richtigen Universum. Die andere, die Mannschaft der Cloverfield, hat sich tatsächlich in ein anderes Universum katapultiert und versucht da jetzt wieder rauszukommen. Aber natürlich ist auf dem Schiff was kaputt gegangen, das muss man erstmal reparieren und ist alles nicht ganz so einfach und so. Aber das ist also quasi dieser Riss in dieser Membrane zwischen den Welten ist also der Grund, warum die Monster bei Cloverfield auf die Erde kamen. So, das ist quasi die Erklärung. Und dann versuchen die natürlich wieder zurück in ihre Dimension zu kommen. Ey, Spoiler! Und ihre Erde zu finden. Ich sag doch nicht, ob sie es schaffen. Eigentlich nicht. Sie versuchen halt wieder zurückzukommen. Auf ihre eine Erde, ihre Art und Weise. Aber diese Dimensionen, die da quasi jetzt miteinander kollidieren, haben da auch ein bisschen was dagegen. Da gibt es dann so eine ganz absurde Szene mit dem Arm. Von einem von den Wissenschaftlern. Von einem von den Astronauten. Das war Chris O'Dowd, bekannt aus IT Crowd. Das war eigentlich der, weshalb ich den ganzen Film irgendwie noch durchgehalten habe. Das war die coolste Socke. Also, aber der hat wenigstens. Aber das war die dümmste Szene im ganzen Film. Das war doch so cool, wie er auf einmal guckt hat. Hast du das noch gesehen, Chris? Du hast doch nicht durchgehalten. Nee, ich habe nicht mehr gekriegt. Die Szene war echt lustig. Was ich noch gerne erwähnen möchte, ist, dass Daniel Brühl mitspielt. Ja. Mr. Schmidt. Wie so häufig jetzt bei irgendwelchen, bei Live war da auch schon irgendwie, oder? Nee, nicht Live. Nee. Geostorm oder so. Auf jeden Fall. Also, Kinders. Also, ich habe ja nachgelesen, dass eigentlich sollte der Film ja ins Kino kommen. Aber dann hat, wir hatten das produziert, war doch bestimmt Bad Robot. Produktionsfirma hat dann aber beschlossen, dass wahrscheinlich die Einschaltquoten bzw. die Einspielergebnisse nicht so berauschend sein könnten,
Deswegen haben sie es an Netflix verkauft und die haben es dann halt rausgehauen. Mit einem Coup, weil die haben während der Super Bowl Werbung haben sie einen Clip eingespielt, so hey, hier Cloverfield Paradox, ihr wolltet den noch gucken im Kino, ihr müsst nicht warten, ihr könnt nach dem Super Bowl einfach auf Netflix schalten. Mhm. Und dadurch haben die wahnsinnig viele Abrufe gehabt, dann die direkt nach dem Super Bowl sich noch Cloverfield Paradox auf Netflix gezogen haben. Mhm. Ja. Also mein Fazit zum Film, ja, durchwachsen. Ich fänd's gut, dass die Filmreihe weitergeht, beziehungsweise dass sie überhaupt überlegt haben, das zu erklären, wie das alles passiert ist. Wir haben hier massive Logikprobleme, auch mit diesen verschiedenen Paralleluniversen. Da haben wir, glaube ich, eine andere Serie, die das gerade viel besser erklärt, als wie dieser Film. Hat mir alles in allem eigentlich nicht so gut gefallen. Also ich, nach diesen beiden Krachern, Cloverfield und 10th Cloverfield Lane, ist das definitiv der schwächste und der unlogischste Film von allem. Also ich fand den nicht so geil. Auch schauspielerisch, grenzwertig. Also da war eine dabei, die Chinesin, die hat immer nur Chinesisch geredet. Und alle haben mit ihr Chinesisch geredet, aber sie hat nie Englisch geredet. Also alle haben Chinesisch gelernt, damit sie mit ihr reden können, aber sie hat kein Englisch gelernt und ganz komisch. Und dann diese absurde Geschichte mit der Frau aus der Wand und dem Arm und es war alles ein bisschen abstrus. Ah, das mit dem Arm war schon lustig. Ah, das war blödsinnig. Vor allem, weil der ja dann noch weiter wackelt. Ich verstehe das nicht. Das hat mich, ja, da gibt es einen Tanz der Teufel oder sowas, das war so ähnlich. Also der sägt sich dann die Hand ab und die wendet sich dann gegen ihn und so. Das fand ich eigentlich einen augenzwinkernden Nerd-Faktor in dem Film. Und ja. Ja, aber ich verstehe nicht, warum der Arm überhaupt auftaucht, weil wenn der ist ja abgetrennt worden, quasi von dem anderen, von dem Paralleluniversum. Wie kann denn der dann noch im gleichen Universum sein? Muss er dann eigentlich woanders auftauchen? Das sind einfach so ein paar logische Sachen, die habe ich nicht verstanden. Ist halt ein Film. Ich habe das Ganze als das angefangen hat, der Film, dachte ich schon, ach, das sieht aus wie so ein Raumschiff, B-Movie, Horrorfilmchen, wo irgendwas, was weiß ich, nur einer wird überleben, so nach dem Motto. Und genauso habe ich den Film auch betrachtet. Ich habe das jetzt nicht als nun das Next Big Thing gesehen. Und das hat es mir eigentlich relativ einfach gemacht. Und zumal auch hier Chris O'Dowd mit dabei war, der wirklich so die lustigsten Szenen hat, er auch coole Sprüche rausgehauen. Am Anfang war er noch relativ eher so im Ensemble drin und später dann hat er echt ein paar coole Sprüche rausgehauen. Und das ist halt wirklich wie es damals in den 90ern gab. Da gab es auch ganz viele, als die Alien-Welle kam, gab es so viele nachgemachte B-Movie-Filmchen, wo irgendwas da war, wo irgendwie Leute mit dummen Sprüchen versucht haben, sich da zu retten. So ungefähr habe ich das hier gesehen und deswegen fand ich das ganz okay. Also war jetzt nicht 10 Cloverfield Lane, wobei ich ja eh glaube, dass diese ganzen Cloverfield-Sachen nur so sehr lose zusammengehalten sind. Also bei 10 Cloverfield Lane, na, ich will jetzt nicht für die Leute spoilern, die es noch nicht gesehen haben, aber der eigentliche Cloverfield-Anteil von dem Film, der war ja irgendwie 1%. Und ja, aber das ist, man kann ja das Cloverfield mittlerweile in so eine Welt einordnen. Also du kannst ja theoretisch extrem viele Geschichten erzählen, was passiert, während diese Monster auf der Erde sind. Ja, aus ganz vielen Perspektiven könnte man sowas ja erzählen. Und 10th Cloverfield war halt auch einer dieser Perspektiven. Ach, das Monster fand ich furchtbar. Jetzt hier bei Cloverfield Paradox, ja, ganz schlimm. Naja, und der Chris ist eingeschlafen. Ab welcher Stelle ungefähr? 10 Minuten. Ja, 10 Minuten ist er eingepennt. Hast du also die Frau in der Wand noch gar nicht gesehen? Nee. Deswegen sage ich ja Spoiler. Achso. Du hast, glaube ich, auch, dass die in das Paralleluniversum geknallt sind, hast du auch nicht mehr mitgekriegt, ne? Doch, weil die Erde plötzlich weg war, das weiß ich noch. Ja, stimmt, die Erde war weg, das war schon. Ja. Naja, also kann man mal gucken. Ist ja, wenn man Netflix hat, ist das ja mit drin. Darf man auch nicht vergessen. Also, ich hätte mich sehr geärgert, wenn ich da irgendwie 12 Euro im Kino bezahlt hätte. Aber dadurch, dass es bei Netflix mit drin ist, muss man halt auch mit
irgendwie in die Gedanken. Ja, das kann man, da können wir es ruhig mal angucken. Also wenn man so ein bisschen das Cloverfield-Gedöns ganz cool fand, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, erwartet nicht so viel. Es ist kein Cloverfield Lane und auch kein Cloverfield. Das ist einfach... Es gibt 6 Punkte. Süß erklärte Vorgeschichte. Ja, bei 6 Punkten wäre ich auch. Ja. Na gut. Ich habe noch was geguckt, nämlich Downsizing. Und ich möchte jetzt hier gleich mal warnen für die, die jetzt hier das hören. Ich frage euch erstmal, wollt ihr das noch gucken? Wenn es dann auf Sky kommt, ja. Weil ich müsste ein bisschen weiter ausholen. Das sind jetzt keine schlimmen Sachen. Ich will bloß einfach ein bisschen tiefer in die Story einsteigen. Das ist jetzt nicht. Also für die, die es noch gucken wollen, die wirklich gar nichts vorher wissen wollen, die müssten jetzt mal den Teil überspringen. Also bei Downsizing geht es darum, dass uns relativ am Anfang gezeigt wird, wie so ein Wissenschaftler eine Möglichkeit findet, also so ein norwegischer Wissenschaftler eine Möglichkeit findet, dass man Menschen verkleinern kann, so ungefähr auf 10 cm Größe. Und wenn man das quasi konsequent anwenden würde auf die ganze Menschheit, dann würde quasi der Ressourcenverbrauch stark eingeschränkt werden. Und die Menschen hätten auf der Erde dann viel bessere Möglichkeiten zum Überleben, weil durch die Übervölkerung, durch den Verbrauch der Ressourcen, die ja endlich sind auf der Erde, stellt sich es halt zunehmend immer schwieriger dar. Und in diesem Film von Alexander Payne, Hauptrolle spielt Matt Damon, Christoph Waltz ist auch mit dabei und Kristen Wiig ist zwar mit auf dem Poster drauf und die spielt die Frau von Matt Damon. Allerdings ist die nur, weiß nicht, 2-3 Minuten im Film, weil, jetzt komme ich nämlich schon zum Ersten, was ich ein bisschen verraten würde, weil sie geht nicht mit in diese Welt und das ist ein unumkehrbarer Prozess. Das heißt, Matt Damon hängt dann irgendwie alleine in dieser Welt fest. Die haben da solche Communities eröffnet. Das sind halt wie so von der Größe her, wie so größere Supermärkte in den USA, die halt überdacht sind. Mit einem Glasdach, damit es da nicht reinregnet, weil so ein Regentropfen kann ja einfach mal so einen Minimenschen da irgendwie erschlagen. Und dort hat er quasi sein Zuhause gefunden und dadurch, dass er seine finanziellen Mittel, die werden halt hochgerechnet auf diese Mini-Welt. Das heißt, wenn er jetzt irgendwie $1 hat, ist er halt dort in der Welt irgendwie hunderte Dollar wert oder sowas. Weil er natürlich, wenn er irgendwas kauft, wenn er was für sich Brot kauft, dann wird halt nicht Brot so groß wie jetzt, wie man es braucht, in der jetzigen Größe verwendet, sondern halt viel kleiner. Ne? Sodass er sich halt da ein ziemlich gutes Haus dort in Auftrag gibt. Allerdings dadurch, dass seine Frau eben nicht mitgeht und sich scheiden lässt und sie bleibt ja in der realen Welt, sie kriegt ja dann Geld von ihm, hat er dann eigentlich so ziemlich gar nichts in der Mini-Welt, in der Mikrowelt. Muss dann halt irgendwelche Hilfsjobs und sowas annehmen. Und kommt dann auch so mit den Ärmeren dieser Welt da in Berührung. Also zum einen wird ja gesagt, dass dort jeder gut leben kann, aber er stellt dann halt relativ schnell fest, dass es eben nicht so ist. Und dann, der Film ist irgendwie komischerweise so eine Art viergeteilt. Einmal ist so dieser Teil vorher, wie die sich vorbereiten und sich das alles anhören. Dann, wie er so in diese Welt eintaucht. Und dann gibt es eben so einen Teil, da lernt er so eine Vietnamesin kennen und die ist die war so eine Dissidentin in Vietnam und die haben sie dort verkleinert und in einen Fernsehkarton irgendwie in den Westen geschickt, damit die raus ist aus dem Land. Ja, ganz kuriose Geschichte. Also zusammen mit anderen Dissidenten und da sind viele drin gestorben in diesem Karton, haben sie in diesen Fernsehkarton noch so ein paar Löcher reingemacht und dann kommt sie halt in die USA und wird eben in diese Community zu ihm mit rein und die lernt er dann halt kennen. Und sie zeigt ihm auch diese ärmeren Viertel, die teilweise außerhalb von dieser Kuppel liegen. Und das ist so der dritte Teil von dem Film. Und der vierte Teil, also es wird dann noch absurder, da gehen die nach Norwegen, wo die allererste Mini-Micro-Community aufgebaut wurde, eben von diesen ersten, der das da erfunden hat. Und die bereiten sich gerade irgendwie auf den Weltuntergang vor, weil irgendwie das alles nichts gebracht hat. Es haben sich nur ganz wenige verkleinern lassen. Und das hat eben nicht gereicht, um diese Umweltschäden aufzuhalten. Und da schmelzen irgendwie die Pole ab und dann wird irgendwie das Methangas freigesetzt, dass irgendwie die ganze Menschheit sterben soll.
die haben da in den Berg so einen Stollen getrieben und wollen da drinnen irgendwie die nächsten so und so viel zehntausende Jahre irgendwie da drin ausharren, ja, und wollen dann so den Eingang verschließen und dann irgendwann rauskommen, ne? Das ist so der vierte Teil. Und vielleicht merkt man es schon anhand dieser Vierteilung, das ist ein sehr inkonsequenter Film, der einfach viel von seinen Möglichkeiten verschenkt. Der ist zum einen richtig cool mit dieser Verkleinerung, was das dann so, hat man ja früher schon gesehen, hier, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft oder sowas, was man da so für witzige Sachen machen kann. Und auch gerade diese Sozialkritik, die da mit drin steckt, dass jetzt die eigentlich so, sag mal, hier in der normalen großen Welt zur Mittelschicht gehören oder zur unteren Mittelschicht, dass die in dieser Micro-Community plötzlich reich sind und da irgendwie mit einem völlig anderen Leben sich darstellen, was das von der Psyche her für die Leute bedeutet. So einer ist zum Beispiel Christoph Waltz, der großartig spielt, aber das rettet halt, ja, es rettet halt nicht diesen Film. Ich habe mir da echt mehr erhofft von dem Film. Und ja, bin da schon mehr als nur ein bisschen enttäuscht. Ganz schlimm fand ich ja die Rolle von der Vietnamesin, die im Deutschen furchtbar synchronisiert war. Das war so, als wenn irgendjemand ganz rassistisch versucht, irgendwie einen asiatischen Dialekt zu sprechen im Deutschen. Ja, ganz, ganz schlimm. Also ich weiß nicht, wie es im Original war, aber unerträglich. Und das war dieser dritte Teil geht relativ lang. Ja, und auch total seltsam gemacht, weil sie nimmt ihn dann mit und er muss dann für sie putzen und so. Da fragt man sich die ganze Zeit, wieso macht er das? Ja, weil es ist kein richtiger Moment, wo man sagt, ja, das ist der Grund. Aber ein paar großartige Schauspieler sind drin. Wie gesagt, Christoph Waltz. Udo Kier hat eine Nebenrolle. Den finde ich ja immer großartig. Jason Sudeikis ist mit dabei. James Vanderbeek hier ist mit dabei. Von Dawson's Creek, wer den noch kennt. Aber der ganze Film taugt nicht so viel. Also der ist eher so Durchschnitt. Echt schade. 5,5 gebe ich da. Hui. Ja. Klingt jetzt nicht so berauschend. Der Trailer verspricht was völlig anderes. Ja. Und gut. Gucken wir mal weiter, wie es hier so in den Charts aussieht. Kinocharts und Neustarts. Vielleicht ist ja da was dabei, was man gucken kann. Platz 10 in Stuttgart, Dieses bescheuerte Herz. Platz 9, Jumanji, Willkommen im Dschungel. Platz 8, Hotdog. Platz 7, Criminal Squad. Sehr empfehlenswerter Film. Hatten wir in der Sneak. Platz 6, Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. Da sind wir wieder bei Downsizing. Platz 5, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Großartiger Film. Dann viertens Die kleine Hexe. Achso, Three Billboards, habe ich da eigentlich schon drüber geredet in der Sendung? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ach, oh, echt? Ich habe den auch geguckt. Nicht, dass ich wüsste. Warum steht denn der hier drin? Nicht drin bei mir. Komisch. Mensch, ja, rede ich vielleicht nächstes Mal drüber. den fand ich absolut großartig. Ist bis jetzt mein persönlicher Oscar-Favorit. Ich mache aber erstmal weiter. Die kleine Hexe, Platz 4, hat meine Frau und mein Junge, die haben den sich angeguckt. Die kamen sehr begeistert wieder. Muss irgendwie ganz toll gemacht sein. Platz 3, Wunder. Platz 2, 50 Shades of Grey, Befreite Lust. Hätte ich eigentlich gedacht, der steigt auf 1 ein. Aber auf 1 ist was anderes, nämlich Maze Runner, Die Auserwählten in der Todeszone. Und was läuft diese Woche an? Oh, da läuft was für euch an. Black Panther. Geht der rein? Mal gucken. Weiß nicht. Ableger aus dem Marvel Cinematic Universe, in dem der schwarze Superheld Black Panther im Zentrum der Geschichte steht, die nach dem Civil War spielt. Was ja gut ist, sie mir das hier mal einordnen, wann das so zeitlich ist. Aber ihr könnt ja auch nochmal in den nächsten Neustart diese Woche gehen. Nämlich Shape of Water, das Flüstern des Wassers. Oh ja, unbedingt. da bin ich auf Moviepilot dermaßen angefeindet worden, weil ich bin da irgendwie der Einzige, der da eine schlechte Wertung gegeben hat. Und da fühlen sich natürlich gleich die anderen Berufen hier, mich da zu missionieren, ja, was mir einfallen würde, dem Film da eine 3,5 zu geben. Und da habe ich dann nur so kommentiert, ey, sag mal, ist das hier vielleicht mal persönlicher Geschmack oder was? Also das ist manche Leute da. Ich habe zu dem noch eine Anmerkung. Ich habe gestern im Internet gelesen, es gibt eine Firma für Sexspielzeug, die jetzt diesen
möglichen aus diesem, also die mögliche Optik dieses Geschlechtsteils von dem Wassermenschen als Vorlage genommen haben für ein neues Sexspielzeug. Es gibt Bilder dazu. Und hast du dir schon bestellt, oder? Unbedingt. Übrigens, das hatte ich auch geteilt auf kinocast.net. Also wer kinocast.net auf Facebook folgt, kriegt immer die neuesten Sexspielzeug-Sachen in seine Sachen gepostet, die irgendwas mit Filmen zu tun haben. Es startet auch noch Luna, den hatten wir auch in der Sneak. Ich fand ihn ganz gut, andere fanden ihn eher nicht so, kann ich mich erinnern. Alles Geld der Welt mit Christopher Plummer und Michelle Williams und Mark Wahlberg. Das ist dieser Film, wo sie im letzten Moment den, wie heißt der, Dings hier von House of Cards hier rausgenommen haben. Kevin Spacey. Genau, Kevin Spacey wegen diesen Missbrauchsvorwürfen hat dann Christopher Plummer übernommen. Ein Führungsdrama von Ridley Scott, spricht also für Qualität, um den realen Fall des gekidnappten Enkels des Ölmagnaten Paul Getty, der sich weigert, das Lösegeld zu zahlen. Noch ein Film für einen Chris, na nicht ganz, die Grundschullehrerin. Ja, nee, danke. Ein französisches Drama um die Grundschullehrerin Florence, die für ihren Beruf alles gibt und dabei das eigene Kind zu Hause vernachlässigt. Oh. Es läuft auch noch an, hat man auch in der Sneak, Wer ist Daddy? Komödie mit Owen Wilson und Ed Helms, die sich auf einen Roadtrip begeben, um ihren echten Vater zu finden. Und was haben wir noch? Das läuft bei uns nicht. Ein russischer Film, Lyot Eis. Russisches Sportlerdrama um die Eiskunstläuferin Nadeshda, die nach einem tragischen Unfall darum kämpft, wieder zurück an die Spitze zu gelangen. Mhm. Habe ich jetzt auch gerade eine Mail gekriegt gehabt, da gibt es einen neuen Film mit Jake Gyllenhaal, der irgendwie nach diesem Boston-Attentat hier auf diesen Marathon spielt, da wo sie ihm irgendwie beide Beine wegreißt und wo er sich dann auch wieder irgendwie zurückkämpft oder so. Der Trailer sah ganz gut aus, ich habe gerade vergessen, wie der Titel hieß. Es startet auch noch neu, 37, Spielfilmdebüt von Chris Brücke mit Alexander Milo über einen Surfer, der beginnt, an seinem bisherigen Leben zu zweifeln. Gibt es eine Chance, neu zu beginnen? So, das waren die Neustarts diese Woche. Dann müsste eigentlich für jeden was dabei sein. Ist ja so ein bunter Blumenstrauß, oder? Ja, absolut. Okay. Kate, du hast eine Serie geguckt, sehe ich hier, von der ich noch gar nichts gehört habe. Serien. Absentia. Was ist denn da abwesend? Eine FBI-Agentin. Ach so, das ist der Name. Ja, also die Serie heißt Absentia. Ist eine Amazon Prime Original-Serie. In der Hauptrolle ist Stana Akatic, die man auch kennt aus Castle. Da hat sie die Polizistin Kate Beckett gespielt. Die Serie hat ja ein Ende gefunden und somit musste sich Stana Akatic nach einem neuen Projekt umschauen und hat sich eben da an Absentia herangewagt. Und es geht um Folgendes. Sie spielt eine FBI-Agentin, die ist verheiratet, hat einen Sohn, einen kleinen, und hat halt eigentlich ein ganz normales Leben, ne? So als FBI-Agentin. Sie spielt die Emily, heißt sie im Film, und eines Tages verschwindet sie. Sie wird entführt. Und ihr Mann sucht nach ihr und die ganze FBI sucht nach ihr, aber sie finden sie nicht. Und sie wird nach mittelkurzer Zeit, sagen wir so, auch für tot erklärt, weil sie ist einfach nicht mehr auffindbar. Und 6 Jahre später, genau am Tag ihres Verschwindens, taucht sie wieder auf. Komplett, also der Ehemann kriegt einen Anruf, dass er nur irgendwie so und so viel Zeit hat, sie doch noch zu retten, denn sie lebt noch, gibt ihm so ein paar Hinweise und er lässt alles stehen und liegen, rennt los und versucht sie zu befreien und findet sie in so einer Waldhütte in einem Wassertank, der sich befüllt. Also sie ist in dem Tank eingesperrt und der wird immer voller. Oje. Und er schafft es irgendwie, das aufzumachen und sie zu retten. Und sie ist halt total traumatisiert. Sie war 6 Jahre in Gefangenschaft und wurde gequält und was weiß ich. Also es gibt immer wieder so
Flashbacks, ganz kurze, wo man so die einzelnen Bilder sieht, was sie durchgemacht hat und so. Und als mir ihr dann sagt, wie lange sie weg war, bricht für sie eine Welt zusammen. Denn inzwischen ist ihr kleiner Junge 9 und ihr Mann hat wieder geheiratet und sie hat quasi nichts mehr. Ihr ganzes Leben ist weg. Und der Kleine kennt sie also quasi nicht. Ne? Also sie versucht sich da so ein bisschen wieder ranzuwagen an diese Familie und macht ihm aber keine Vorwürfe, dass er jemand Neues gesucht hat, ne? Weil er alleine mit Kind und bla, was weiß ich. Also das ist jetzt nie Thema, dass er eine neue Frau hat. Und sie versucht rauszufinden, gemeinsam mit dem FBI anfangs, wo sie war, wer ihr das angetan hat. Aber dann stellen sich immer mehr Zweifel in den Weg. Also es gibt immer mehr kritische Fragen, ob sie wirklich 6 Jahre verschwunden war oder ob sie nicht sogar daran beteiligt war, ob das nicht sogar von ihr aus geplant war und geht dann auch ganz weit in ihre Vergangenheit zurück. Man glaubt ihr das nicht mehr. Und sie ist aber die Einzige, die quasi sagt, sie hat nichts verbrochen. Sie will wissen, was da passiert ist. Und haut dann quasi ab und ist auf der Flucht vor der Polizei und dem FBI und versucht auf eigene Faust rauszufinden, warum ist ihr das passiert. Und sie findet es raus und das Ende ist überraschend. Ziemlich krank, muss man auch sagen. Die Serie ist extrem spannend gemacht. Ich mag die Stunner total. Also ich mochte die in Castle schon sehr. Also ich finde sie als Schauspielerin echt top. Ja, super Crime-Serie. Kann ich absolut empfehlen. Hat 10 Episoden. Ist also jetzt auch nicht ewig lang. Kann man angucken. Absolute Empfehlung von mir. Absentia auf Amazon Prime. Okay. Klingt ganz interessant. Mal gucken. Mhm. Aber jetzt gehe ich ja wieder die Woche auf Arbeit. Jetzt kann ich nicht mehr so viel Serien gucken. Ich werde es mir mal irgendwie vormerken. Ich finde aber diese ganze Vormerkfunktion und mit Listen finde ich irgendwie bei Netflix irgendwie ein bisschen besser, weil wenn ich mich bei Amazon einlogge, ja, wird mir irgendwie nie so richtig was vorgeschlagen, wo ich sage, yeah, da steht immer nur das Top Gear da hier. Nee, Grand Tour heißt es ja bei mir, wenn ich mich einlogge. Ja, bei Netflix kann ich halt auch alles angucken. Bei Amazon, wenn man da in die App geht, da werden dir auch die Nicht-Prime-Sachen angezeigt. Kaufst du das? Das finde ich immer ein bisschen anstrengend, da was zu finden, ja, ob man das jetzt angucken kann. Naja, okay, also Absentia. Vielleicht hat es ja jemand von den Hörern schon irgendwie geguckt gehabt oder so. Würde mich mal interessieren. Ansonsten gehen wir mal weiter in die Rätselecke. Rätselecke. So, was gab's denn da letzte Woche? Ich habe E-Mails gekriegt. Echt? Ich habe ganz viele E-Mails gekriegt. Ich habe mich voll gefreut. Ich habe tatsächlich 3 E-Mails bekommen. Einmal von Markus, einmal vom, oh, wie heißt denn der mit Vornamen? Vom Rainer und von der Stefanie. Und alle 3 haben mein Rätsel richtig erraten. Und es war The Blind Side. The Blind Side? Ja. Ah, kenne ich doch sogar. Wie war das nochmal? Der Tipp war, warte, ich habe ihn hier noch. Das war, ach, wie schon hoch, du blöde Seite. So. Sie ist eine glückliche Ehefrau, zweifache Mutter und erfolgreiche Geschäftsfrau. Eines Tages lernt sie einen Obdachlosen kennen. Dieser kann nicht schreiben und rechnen. Er hat Tag für Tag eine kurze Hose und ein T-Shirt an, auch im eisigen Winter. Sie lädt ihn ein, die Nacht in ihrem Haus zu verbringen. Aus der menschlichen Geste wird schnell Zuneigung und schon bald gehört er zur Familie, trotz sozialer und kultureller Unterschiede. Ah, okay. Eigentlich hätte ich es wissen müssen. Eigentlich ganz klar. Weil Blindside, das war, ja, den fand ich da richtig, richtig, also jetzt immer noch ziemlich gut. Ja, ich gucke den auch immer noch voll gern. Hat auch jemand das von mir erraten? Das Streben nach Glück? Tatsächlich hat das keiner. Außer um Chris. Nö. Hat keiner geantwortet auf deins. Haben alle nur mir geantwortet. Okay, ja. Macht ja nichts, ne? Auch nicht schlecht. Auch ein guter Film. Ja. Hast du was Neues? Ja. Schießling. Achtung! Die junge New Yorkerin arbeitet für einen Escort-Service, möchte aber Schauspielerin werden.
Unter falschem Namen verbringt ein verheirateter Regisseur eine Nacht mit ihr. Am nächsten Morgen sehen sich die beiden bei einem Casting wieder. Er gibt ihr eine Rolle in dem Stück, in dem auch seine Frau mitspielt. Mhm. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Also Pretty Woman ist es nicht, oder? Nein. Nee. Na gut, vielleicht fällt mir da noch was ein. Hab jetzt spontan keinen Gedanken. Ich habe noch ein Filmzitat. An ihrem Auftreten ist etwas nicht stimmig, Soldat. Ich habe es noch nicht so ganz. Ist es ihre Frisur oder die Falte an ihrer Hose? Es steckt ein Messer in meinem Fuß. Oh ja, natürlich, das ist es, das Messer. So, mal gucken, wer das weiß. Ist auf jeden Fall ein Film, der auch mal mit in einem Oscar-Rennen war. Und ja, bin mal gespannt, wer das rauskriegt. Schreibt die richtige oder die vermeintlich oder die vermutlich richtige Lösung an kate@kinocast.net. Ich hoffe, dass diesmal auch jemand versucht, das Zitat zu erraten. Mal gucken, was da so passiert. Der Chris weiß es bestimmt schon wieder sofort, oder? Ja. Okay. Ich guck mal hier rein, was so an Kommentaren gekommen ist. Die Steff hatte nämlich kommentiert. Aber ich hatte ja irgendwie vermutet, ich wusste nicht mehr genau, welchen Film. Ich hatte so eine ganze Auswahl an Blu-rays, die ich da reingetan habe in die Gewinnerpakete. Und sie hat den Film Man lernt nie aus von mir bekommen gehabt. Und sie fährt ja jetzt am Wochenende zu ihrem Freund und da kann sie das dann gucken. Genau. Und sie sagt, dass sie sich bei Die Garde der Löwen nicht wirklich auskennt. Sie dachte, das wäre die Hauptfigur. Irgendwas war da mit Kuvo oder irgendwas. Sie sagt dann auch, seid ihr sicher, dass das Kuvo ist? Die Haartolle ist doch nach hinten gekämpft, wie bei Kion. Also ich bin da irgendwie völlig raus aus dem Ding. Das ist der kleine Tofu. Wir bleiben einfach beim kleinen Tofu und gut ist. wie auch immer, dass die Figur heißt. Du bist auf jeden Fall die Einzige, die so eine Figur bekommen hat. Also die anderen können da nichts beitragen, weil wir haben eine einzige, das war ja echtes Gold quasi, ne? Also das kann man nicht einfach so raushauen hier. Und ja, das war's auch schon so mit den Kommentaren, glaube ich, wenn ich da so richtig die Kommentare, die ich da bei Moviepilot bekomme, aber auf meinen Einträgen, die lese ich mal lieber nicht vor hier. Und dann schaut. Mach doch mal. Nee, ich muss jetzt erst raussuchen. Ja. Ich schau mal rein, was über unsere Amazon-Links bestellt worden ist. Denn kinocast.net lebt ja davon, wenn ihr auf Amazon klickt, liebe Hörer, und dann euch was bestellt, dann kriegen wir da eine kleine Provision dafür, für eure Einkäufe. Und es kostet euch nicht mehr. Und außerdem könnt ihr auch zum Beispiel PayPal spenden oder auch so die Serverkosten. Das hat ja der, jetzt habe ich wieder den Namen nicht parat, also das läuft immer noch, die Spende, also das erste halbe Jahr ist auf jeden Fall gesichert und bestellt worden in den letzten 7 Tagen hier bei Amazon ein Y-Adapter, 1x3,5mm Stecke auf 2x3,5mm Buchse. Da will wahrscheinlich jemand mit seiner Freundin zusammen iPod hören oder so. Was ist das? Tolino Vision 4 HD. Muss ich mal anklicken, den Artikel. Ah, das ist eine Hülle für einen E-Book-Reader, schätze ich mal. Okay. Dann hat jemand Thundercats die komplette Serie auf Blu-ray bestellt. Cool. Hasbro Kylo Ren Star Wars elektronisches Lichtschwert. Was ist das? Nochmal ein Kabel, 3,5 mm AUX Audio-Klingenkabel auf 6,35, Micro-USB-Kabel, was ist das nochmal, ein Cinch-Kabel, oh, hat jemand lauter Kabel bestellt hier, eine Wandhalterung für einen Fernseher und was ist das hier, iPhone 7 Hülle, ja, vielen Dank an alle, die sich hier irgendwie wiedergefunden haben und damit den Kinocast unterstützen. Und ansonsten sind wir eigentlich soweit durch heute, oder? Ja. Kann ich noch ein bisschen Tee trinken und alles? dann vorbereiten auf das Tor von Mario Gomez. Ah ja, warte, jetzt war ich nicht so schnell. Mario Gomez, Mario Gomez. Oh mein. Ich habe hier noch mehrere coole Sachen, sehe ich hier gerade.
Hallo. Falls wir mal irgendeinen alten Hackerfilm haben oder sowas, dann machen wir hier. Das ist, glaube ich, die AOL-Einwahlnummer oder sowas. Oh, meiner fällt mir gerade was ein. Wenn ich das so höre. Es kommt bald eine neue Serie, die heißt Everything Sucks. Und es spielt irgendwie so in den 80ern oder so. Und da gibt es eine Szene in dem Trailer dazu, da hocken die Kids vor einem Computer und alle so, oh mein Gott, ein Computer. Und dann hörst du dieses Einwählsignal, wie es beim Faxgerät auch immer kommt. Und währenddessen lädt so ein Bild und alle so, oh mein Gott, gleich kommt's, gleich ist es geladen. Ich muss mich so wegschmeißen vor Lachen. Fällt ja, mir das jetzt hat sich ein, ja damals so langsam aufgebaut, ne? Ja, so lustig. Ist ja nicht wie heute dann. Da musstest du schon mal eine Minute ganz, warten. Ganz mieses, schlechtes Bild. Musstest du schon mal eine Minute warten, bis Pamela Anderson zu sehen war. Da musste ich jetzt irgendwie gerade dran denken. Und dann hat es manchmal mittendrin abgebrochen irgendwie. Dann hast du nur das Bild zur Hälfte gehabt und unten war dann so Pixelmüll. Hm. Naja, man kennt das, ne? Oder Chris? Ja. Zum Glück gab es ja BBSen oder so, wo man sich das runterladen konnte. Ja. Am schlimmsten waren immer die Freunde, die so studiert haben, die dann in ihrem Wohnheim irgendwie so eine Gigabit-Leitung hatten und da irgendwie Riesenfilme und alles. Ja. Na gut, okay. Dann, liebe Hörer, seht zu, dass ihr gesund bleibt. Die Grippewelle geht um, ihr hört es vielleicht hier. Und ja, hören wir uns gesund und munter dann nächstes Wochenende wieder. Vielen Dank, Kate. Vielen Dank, Chris. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Bis bald im Kinocast. Also bei Downsizing geht es, wie man es vielleicht schon im Trailer gesehen hat, darum, dass... ich muss noch kurz Nase putzen. Immer diese Nase putzen, immer diese Verschnupfen. Mensch, schlimm. Ja, immer krank sein, ne? Ja, muss ich ja ganz armer gut sein, ne? Armer, kranker Erik. So, dann armer, bin ich. Kranker Erik. So, ich fange nochmal an. Und hier, ja, sie steht zwar, Kristen Wiig steht zwar mit auf dem Kinoplakat drauf und sie spielt seine Frau, die Frau von Matt Damon. Oh, ich muss aber Lasse putzen. Nasenputzendung. So, also wir können jetzt froh sein, dass es sich stumm schaltet. So, da bin ich wieder.